damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück und ja, wir haben also ein bisschen Probleme, ne? Wir wissen noch nicht so ganz, wie wollen wir es machen. Gehen wir darüber, was ich nicht so glaube, dass das funktioniert. Oder gehen wir eher hier lang, was ich auch nicht so ganz glaube, dass das funktioniert. Wenn ich es da rauf schaffe, bringt mich das auch, also bringt mir das auch nichts. Denn ich müsste praktisch da drauf. Ach Mist, ich will doch nicht das, ich will doch eigentlich zoomen. Ich muss irgendwie nach da oben. Ob man auch irgendwie weiter hochkommt. Man praktisch da hoch. Damit ich übers Dach dann gehen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Oder da hinten lang. So, schnappen wir uns den auch mal gleich. Oh oh. Scheiße, echt jetzt, Leute. Serials. Habe ich wenigstens das hier drinnen ver... Jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob ich das verbarrikadiert habe. Ja. Wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ach, Kacke, ey. War schon leer? Oh, hey. Wir nehmen jetzt alles, was wir finden können. Genau. Jede kleinste Kiste kommt da jetzt hin. Um uns zu schützen. Ja, die können ja sonst nicht hier rein, das ist das Gute. So. Haben wir noch was? Genau. Die gehen ja auch nicht kaputt, genauso wie der Kühlschrank. Das heißt, sie können mich mal, solange sie nicht reinkommen, fühle ich mich sicher. Das lässt sich nicht mitnehmen. Oh. Mutig, mein Freund, mutig. Vielleicht kann ich den ja hacken, habe ich gerade überlegt. Wow. Mieser Mistsack, ey. Fuck. Ja, praktisch hat... ja, dadurch, dass sie die Tür aufgemacht haben, haben sie den beiseite geschoben. Okay. Gut, dieser Fehler passiert mir nicht nochmal. Ich hoffe es. Kacke. Ja, dann wohl doch mit blanker Waffengewalt, hä? Ah, bitte, dass die nicht aufwachen.
Okay, sieht glaube ich gut aus, ne? Ach, den kann ich nicht hacken. Okay. Also ich wollte eigentlich unauffällig bleiben, aber anscheinend haben wir da nicht so die Möglichkeit für. Schade. Es ist halt nur die Sache, was machen wir mit diesem Viech da unten? Ja, das dürfte ein Problem werden. Was haben wir denn hier? Das ist eine MP-Granate, ne? Gasgranate. Rauchgranate, EMP. Ich könnte eine EMP-Granate raufwerfen und mich dann halt nach drinnen bewegen. Das ginge. Jede 7. Das muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, G war Granate werfen, ne? Ach Mist. So. Kann ich den irgendwie deaktivieren? Fuck. Oh, ist eine gute Idee hier. So. Gucken wir, dass wir schon wie schnell aufs Dach aufkommen. Ach, hier rüber geht's auch, okay. Aber ich habe keine. Ah, Mist, ey. Das ist alles schon wieder zu viel Action. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber Wahnsinn, was hier so abgeht, ey. Ohohohoho. Mein Freund, mein Freund. So. Deaktiviert, das ist gut. Besonders stolz bin ich auf den Schalldämpfer. Ja, das ist das Beste, was du machen kannst. Jetzt erstmal die Dinger deaktivieren. Was Vernünftiges dabei. Ja, ein paar schnieke Sachen hat er schon. So. Ach, endlich mal hier eine Biozelle. Wird ja auch langsam mal Zeit, oder? Bisher waren wir da nicht so von oder nicht so mit gesegnet, sagen wir es mal so lieber. So. Aber irgendwie muss es von hier aus runtergehen. Ah. Okay. Hier gibt es zu viele davon. Das schaffe ich gar nicht alles hier Platz zu machen. Okay, der läuft wieder rum.
klar. Sehr gut, und? Ah. Sehr gut. Jensen, Marchenko muss doch einen Deal abschließen, richtig? Mit den Dvelis, ja. Ist nicht gerade viel, ich weiß. Schon möglich. Aber diese Typen sind die besten Schmuggler der Welt. Das heißt, gefälschte Papiere. Vielleicht finden sie was im Büro vom Boss. Wenn ich das Büro finde. So, sauber. Ach klar, finden wir das. So, okay, wir haben ein Praxiskit bekommen. Gucken wir doch gleich mal, was wir hier so schönes freischalten können. Ach ja. Ja, nee, das interessiert mich jetzt noch nicht so. Hm. Ah, schwierig jetzt, ne? Was haben wir hier? Ah, okay. Automatisch. Hm. Weiß ich nicht, ob mich das schon interessiert. Kürze Waffennachladezeit. Ja gut, okay. Da ich nicht so viel Waffen einsetze, brauche ich das eigentlich nicht. Wir könnten hierauf gehen, genau, dass das weniger braucht. Das ist ganz vorteilhaft. So, okay. Das müssen wir auch deaktivieren. Und tada! Wunderbar. Da drinnen läuft noch irgendjemand rum. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Okay, wo geht's denn hier hin? Ah, sowas mag ich doch. Na gut, wir plündern gleich mal die Typen da drin, das ist auf jeden Fall noch. Okay, und wie soll's hier irgendwo weitergehen? Ah, okay. Hm, aber hier hätte ich auch so hingekonnt, dass es... Ach, endlich so ein paar von diesen Teilen. Oh. Bin ich sehr, sehr dankbar für. So, genau. Sehr schön. Gib mal alles her. Nein! Gibt's das denn? Oh nein! Ah gut, okay, nichts sagen umwobenes. So, wem gehört das jetzt hier? Aha, Abram Grinin. Mal lieber enthüllen. So, und das noch. Ach, wunderbar, ich nach hier. Zuckerschlecken an der Stelle. So, mein Arbeit heute Abend. Wir müssen uns ein paar neue Damen für die Lieferung diese Woche ansehen. Ich bin nicht in der Stadt, also kümmerst du dich darum. Radic weiß bereits Bescheid. Wenn du was brauchst, der Code für die Tür zum Backstage-Bereich. Blub. Neues Kaufgeld. Folgende Nachricht wurde auf dem PDA gefunden. Jemand im Viertel hintergeht uns. Geht von Tür zu Tür. 1000 Credits für den, der die beiden findet und filetiert. Übel, Mann.
was wir hier so finden. Ich werde ein bisschen schleichen, vorsichtshalber, weil draußen läuft ja immer noch dieses Viech rum. Ja, ja. Wir müssen vorsichtig sein. So, hier ist auch noch so ein Büro. Das gibt's nicht, das ist mega langsam und ich treff's nicht. Ach ja. Am besten nichts dazu sagen, nein, bitte nicht. Tasche. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, okay, Sicherheitsterminal. Hm, vielleicht kann ich damit... Warte mal, so, übertakten, Datenscan, okay. So, müsste eigentlich passen, oder? Oh, komm schon. Na, nochmal anhalten. Sogar noch Bonus-EP bekommen. Eieiei. Das ist nochmal ein krasses Terminal, ey. So, ein Roboter. So, Tracking aus. Tracking aus. Gut, es gibt keine Truppen mehr, aber wir lassen sie mal heile. Weil dann können wir sie sonst gegen die Typen einsetzen, wenn ich das wirklich möchte. Okay, ich kann mich, glaube ich, irgendwie da so durchquetschen. Ah, die sind irgendwie oben. Okay, hier ist irgendwie ziemlich viel los. Na, ein bisschen zu viel. Dann gehen wir noch erstmal oben lang. Bevor wir uns hier die Hände schmutzig machen an denen. Und gucken uns das Ganze mal oben an. So, Moment. So, Waffe für Nahkampf nehmen. Und PDA, ich mag PDAs, die haben immer schöne Sachen parat. So, versuchte meinen Ton vorzustellen, wenn du das hier liest. Diese verfluchte Morawitz-Schlampe hat einen unserer Trucks angegriffen. Wir haben 5 Stück Vieh für 2,5 pro Tier verloren. Puff, weg. Einfach so. Außerdem sind 2 unserer Leute tot. Und dann finden wir raus, dass uns jemand von innen aus dem Waffengeschäft drängen will. Einer von uns. Herrgott nochmal. Und jetzt erwischt Karel diesen verfluchten Hausmeister am Sicherheitsterminal des Tonraums. Was zum Teufel läuft hier? Veranstalten wir als nächstes Besichtigungstouren? Bringt euren Laden in Ordnung. Leute, das ist ein verdammter Ernst. Der neue Code für den Sicherheitsterminal im Tonraum ist Strength in Unity. Okay. Ah ja, Schwede, der geht ganz schön ab, ne? Ja gut, ich kann ihn da schon verstehen. Wenn das alles so Larifari gehandhabt wird, stelle ich mir das auch nicht so lustig vor. So, ich wollte gerade sagen, ich möchte das gerne mehr. Ah. So ein bisschen barrikadenmäßiger aufbauen. Wir wissen ja nicht, was kommt. Und wenn hier keiner durch kann von den Gegnern, dann bin ich ja glücklich und zufrieden. So. Aha. Die Mucke gefällt mir nicht. Unglaublich, dass ich dafür bezahlt werde. Ich glaube, die Schlampe hat ihr Filzhäuser verpasst. Hm? Ist da jemand?
Ach, jetzt hätten wir uns schnappen können. Ich würde sagen, das machen wir gleich. Wenn er hier nochmal vorbeigeht, schnappen wir ihn uns. Dann können wir den entsprechend platt machen. Ohne, dass es einer mitkriegt. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ja. Und von hier oben haben wir ein bisschen besseren Überblick. Da können wir die Gegner ein bisschen unter Druck setzen. Und ich brauche mir da nicht so die Gedanken machen. Ja, aber ist halt so die Sache, ne? So, kurz speichern. Von hier könnten wir zur Not uns verschanzen und die Gegner unter Feuer nehmen. Mal kurz gucken. Kudai, Kudai, Kudai. So, Q drücken. So. Der kippt gleich um. Ich liebe das, ey. Ja, das ist echt super. Also das ist wirklich cool mit diesem ganzen Betäuben und Verstecken und... Oh, endlich. Ach, sehr schön. Guck's dir an. Ja. Okay. Na gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Euer Mr. Zocker.